Hallöchen, willkommen zurück bei einer weiteren Folge World of Tanks. Ja, heute zwei Runden Scorpion G, erste Runde Perlenfluss in einem Top-Tier-Match. Und wie ich schon im letzten Video gesagt habe, als Top-Tier sollte man zumindest irgendwo seine Position behaupten. Ob es hier klappt, werden wir sehen. Generell Top-Tier-Matches habe ich immer so meine Probleme, gerade im Plus 2. Plus 1 geht, Plus 2 werde ich immer so leicht übermütig. Und hier war einfach mal die Absicht, den TD auch wirklich als TD zu spielen. Hatte kurzzeitig den Gedanken, hier mit in die Schlucht zu fahren, und warum ruckelt die Scheiße jetzt? Ja, wie gesagt, hatte kurzzeitig den Gedanken, hier mit in die Schlucht zu fahren. Hab's dann aber halt über den Haufen geschmissen. Weil Scorpion G, er hat einfach keine Panzerung. Nochmal ein leichtes Munitionsspiel, war auch überlegen, APCR zu schießen. Weil man hat ja auch mal das Glück abzuprallen, insbesondere bei Scouts, am besten noch von hinten, am besten noch mit einem Jagdpanzer E100. Von hinten an einem Scout abprallen, ist mal ganz toll, ist momentan bei mir echt die Seuche. Gerade leichte Panzer pralle ich ab, wie es Regenwetter. Macht so keinen Spaß, und ich glaube, ich habe einfach zu viel Credits auf mein Konto. Deswegen gebe ich da auch wohl zwingend APCR zu schießen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mag sein, ist eine Behauptung, ist eine Vermutung. Es ärgert einen halt des Öfteren. Ja, was schon mal auffällt, Mitte komplett gefallen. Ja, genau, das wird was. 410 in die Seite rein. Blöd nur, dass da jetzt die Gegner ziemlich flott durchfahren. Hatte nochmal so ein Auge auf den VK geschmissen. Der wollte aber nicht wirklich mitspielen. Ist auch ziemlich ungewöhnlich, dass der Top-Tier-Heavy hier oben einfach so durchsegelt. Warum ist er da nicht mit in die Schlucht gefahren? Ihr seht es auch, Linie 1, 2 im Endeffekt leicht besetzt. Sprich, der Hauptteil ist im Endeffekt hier in dem Bereich vom Gegner. Er hat zu spät gesehen. War auch so ein bisschen verträumt an den Tag. Aber sie macht es uns sehr einfach. Die macht es uns ja komplett einfach. Ja, und im Endeffekt hier gibt es jetzt ein kleines Problemchen. Da prügelt sich der Gegner durch. Na! Genau, ich war schussbereit, genau dann fallen die Ketten beim KV. Ärgerlich. Und er ist ziemlich kopflos. Da kriegen wir noch unseren Schuss auf den 3601, auf den ich ja so ein bisschen gewartet habe am Anfang. Ja, und der KV wollte unbedingt uns eins reinwürgen. Hat er jetzt mit dem Leben bezahlt, durfte jetzt zurück in die Garage. Wir sind bei 2000 Schaden, 2 Kills. Ja, und grande Probleme. Die Schlucht wird definitiv fallen. Ein rotes Knäuel vor unseren Heavys. Ein leichtes rotes Knäuel da hinten. Die Kollegen können sich da noch irgendwo behaupten, aber für mich war es einfach die Intention. Problem erkannt, wollte mit hinfahren, wollte mit unterstützen. Bin halt leider nicht der schnellste Panzer. Ja, und die Kollegen sind im Endeffekt in der Schlucht gefallen. Steht auch so ein bisschen blöd da, muss ich hier sagen. Genau, Rückwärtsgang, zurück in Deckung, vielleicht noch das Haus nutzen. Und den einfach mal gucken. Die müssen ja im Endeffekt, wenn sie hierher wollen, hier durch. Deswegen hier stehen geblieben. Auch APCR geladen, weil es steht 7 zu 7. Da kommt ein Knäuel an Heavys. Da ist ein STA-2 dabei. Da ist ein TNA mit dabei. Deswegen lieber auf APCR umschalten. Ja, und dann ist der kopflose Reiter. Warum nicht? Erstes Problem gelöst mit dem TNA. Er ist nicht mehr. War so ein bisschen kopflos danach. Knapp 2-7 Schaden, 3 Kills. Und ich habe immer so ein bisschen
Die Befürchtung, dass die Sichtweite beim Scope G nicht unbedingt reicht. Zumindest nicht in der Situation, deswegen jetzt auch die Bewegung nach vorne. Muss natürlich auch so ein bisschen aufpassen, KV2 tut auch mir richtig weh, wenn er trifft. Und da ist ja noch ein KV2 mit dabei. Oh mein Gott, wir sind Full HP, wir sind ein Tier 8 Panzer, wir können so ein bisschen scouten für die Kollegen, wir können uns auch einen Schuss fangen. Jetzt in dem Fall T29. Den können wir uns da ruhig fangen. Nein, wollte ich auch nicht in dem Moment. Ja, und die Schüsse kann ich mir erlauben. T29 nicht nach hinten geguckt, hat sich im Endeffekt selbst blockiert. Am Wrack da. Ja, und dass der da oben steht, damit habe ich noch nicht gerechnet. Unser Glück, der schießt, reicht nicht. Der schießt mit HE. Kommt nicht wirklich durch. Also der Karo hat es im Endeffekt clever gemacht. Er hat hier die Blockade von uns gesehen, ist hier oben lang gefahren, wollte uns mit der AI rausnehmen oder zumindest erstmal beschädigen. Er hält mich jetzt auch im Endeffekt davon ab, hier weiter raus zu scouten. Also Karo hat es da ziemlich clever gemacht. Und ja, ich bin mir bewusst, dass das Scope G nicht unbedingt viel Panzerung hat. Ich bin mir auch bewusst, dass ich schon ordentlich an HP eingebüßt habe. Manchmal hat man auch Glück und kann deswegen einen Gegner rausnehmen, der eigentlich richtig gut in Deckung war. Karo hat im Endeffekt alles richtig gemacht. Sein Problem war einfach, er hatte nicht mehr die HP dafür, um zu überleben. Ja, und wir können uns weiter auf den KV-2 und den T29 konzentrieren. KV2 stellt sich jetzt hier so ein bisschen abseits hin, weil er vielleicht gedacht hatte, wir cappen durch. Machen wir aber nicht. Und T29 jetzt hier nach oben verpisst. Im Endeffekt, die beiden haben es jetzt ein bisschen blöd gemacht, haben sich aufgeteilt. Der erste, der es jetzt bezahlt, ist im Endeffekt der KV2. Ja, und Nummer 2, der bestraft wird, ist jetzt T29. Wobei die Idee vom T29 war gut. Er wollte auch hier oben das Ganze umgehen. KV2 hat es ein bisschen blöd gemacht. Er hat im Endeffekt jetzt hier die Gruppe auseinandergerissen, weil er sich hier in Sicherheit bringen wollte, wollte Panzer retten. War nicht ganz so clever. Ja, dafür war unsere Runde gut. Ich würde sagen, wir haben unsere Top-Tier-Rolle ideale ausgefüllt. Ein bisschen was erscoutet, ein bisschen Schaden gemacht, ein paar Panzer rausgenommen. Den Scorp G auch diesmal wirklich so genutzt, wie er gedacht war, als Rückraumpanzer quasi aus dritter Reihe schießen, raushauen, die AP. Wirklich gespart, als wir hier drüben waren. Ideal aufgehoben, konnte man hier oben auf der Position wunderbar einsetzen. Hat doch mal einigermaßen gut funktioniert. Runde 2, Karte Bergpass. Diesmal ein reines Achtergefecht. Nimmt mir ein bisschen zu viel Platz weg. So, ein reines Achtergefecht. Karte Bergpass mag ich nicht wirklich. Möchte die Karte aber nicht aus dem Pool rausschmeißen, weil wir schon so wenig Karten haben. Das heißt wenig. Eigentlich ist zwischen der Pool einigermaßen okay. Der Kartenpool. Man trifft aber ziemlich häufig auf dieselben Karten. Genau, ich ziehe mich zurück. Ja, Karte Bergpass. Inzwischen bleibe ich ziemlich gern auf dieser Position hier stehen. Gerade mit einem Weichflöten-TD kann ich die wirklich jedem empfehlen. Ihr könnt nach vorne gucken. Ihr könnt die Seite abdecken. Ihr könnt ein bisschen auf die Brücke supporten. Hat immer so das Problem, wenn kein Scout da ist, der nicht scoutet, dann kann man auch auf nichts schießen und dann fährt der Gegner ohne Gefahr hier durch. Das ist ein bisschen blöd, das ist genau jetzt hier passiert. Macht aber nichts. Da seht ihr es, erste Gegner ist durch, Skoda T27.
und im Endeffekt durchfahren. Was hier jetzt das Problem ist, wir haben hier vorne auf der Position nur den Borask. Das ist doof für den Borask. Spätestens wenn nachher hier die Horden rumkommen, ist der Borask weg. Man muss auch sagen, gerade von der Seite hier oben sehe ich ziemlich häufig, dass die Leute oder das eigene Team nicht mehr hier um den Bogen fährt, sondern einfach hier stehen bleibt, um den Bogen zu decken. Habe ich inzwischen auch an die Taktik gewöhnt, deswegen bleibe ich einfach stehen mit dem Scope G. Immer so ein bisschen rausgucken, ob nicht doch noch irgendwo was aufgeht. Vielleicht ein Scout oder ein Heavy, der so ein bisschen übermütig ist. Aber der Gegner tut uns nicht den Gefallen. Da muss man was trinken, Junge. Ja, und ihr seht, Borask ist raus. T-44 wird auch gleich platzen. Man muss auch sagen, man steht hier drin relativ arty safe. Man steht hier drin günstig vor Feindbeschuss. Sprich, die Gegner müssen erst hier komplett rum. Wenn man noch zwei, drei Kollegen im Rückraum hat, ist es okay. Gerade hier oben auf dem Hügel, wenn da die TD stehen. Ich muss wirklich jedem empfehlen, fahrt da nicht mehr vor. Es macht keinen Sinn. Es kommt im Endeffekt keiner mehr mit. Ihr werdet dort definitiv alleine stehen. Wenn ihr Glück habt, ist noch einer mitgefahren, dann steht ihr zu zweit da. Aber es macht einfach keinen Sinn mehr. Weil wir können uns jetzt hier richtig schön austoben. Noch einen Treffer von der Arti kassieren, weil ich halt mit der Wanne ziemlich weit draußen stand. Kurz warten, bis man zu ist und dann wieder vorgucken, vorlinsen. Man kann Schaden machen, man kann spotten. Wenn die Gegner dann aufgehen. Aber sie gehen nicht auf. Ja, nur blind eine reinhacken. Oh, was haben wir denn da? Unten rein, genau. Ein Defender und ein... Was ist das da hinten? ISM müsste da, glaube ich, noch rumdümpeln. Ja, und das ist halt der Vorteil. Der Gegner muss erstmal durch die Schlucht, durch die Enge. Wie gesagt, wir stehen hier relativ sicher. Ist natürlich blöd, dass das Skoda da hinten nicht aufgeht. Müssen auch so ein bisschen aufpassen auf die Art hier, aber ansonsten stehen wir hier sicher. Und falls von hinten noch einer kommen sollte, Ortswanne mit Turm gedreht und Orts abgefangen. Hab auch keine Ahnung, wo der Skoda steht. Deswegen umgeladen auf AP. Blind reingehauen. Inzwischen ist er wieder zurück aus der Position. Na, geht nicht auf. Ich würde sagen, unsere Rolle haben wir da einigermaßen gut ausgefüllt. Jetzt mal Richtung Brücke geguckt, weil da ist der VK. Wird zwar einigermaßen abgefangen, aber trotzdem kann man da ruhig mit reinhacken, weil den Skoda kriegen wir eh nicht auf, wenn er nicht kommt. Ja. Natürlich genau die Mitte von der Wanne getroffen. Sprich die Schweißnaht zwischen oberen Knick und unteren Knick. Mussten wir da jetzt nicht durchkommen. Aber der kommt durch, ja. Warum nicht? Warum nicht mal den Schmerer unterstützen?
Jetzt bei 2000 Schaden, knapp 780 unterstützt, 2 Kills. Nochmal kurz Richtung Skoda, gucken, ob er vielleicht doch noch aufgeht. Aber der Skoda müsste eigentlich schon lange weg sein, wenn er clever ist. Was jetzt hier ein bisschen blöd ist, ihr seht, Anavara und Chrysler haben das Problem, wieder zwei Seitenangriff. Das ist nämlich auch der Skoda, also Skoda ist abgehauen. Wir haben jetzt hier STA, Skoda und Burask, jetzt da unsere Heavys weggeholt haben. Fick dich, Artie. Und mal gucken, ob man da irgendwas sehen. Position jetzt ein bisschen risikoreich. Wir sind einmal offen für die Artie und einmal offen für alles, was hier rumkommt. Aber war jetzt so die Intention, einfach die Gegner da abfangen. Ach, Burask trifft. Wir treffen auch. Burask ist tot. Und ja, ich sehe, Basis ist in Gefahr. Gleich zurückgefahren. Also dafür, dass wir die Seite hier, insbesondere die Seite, gut gehalten haben, das Spiel zu unseren Gunsten eigentlich war, ist es jetzt doch ziemlich spannend geworden. Ich denke mal, den Job, den wir bis jetzt machen, der ist doch einigermaßen solide, einigermaßen okay. Ja, und das ist ein bisschen blöd, wir sind jetzt allein hier in der Basis gegen zwei vermeintliche Panzer. Mit nur noch 300 HP wird es ein bisschen schwierig, die aufzuhalten. Aber ihr seht ja, wir haben noch eine Arti mit dabei, Lanzen ist leider nicht da, der ist ja AFK. Trotzdem kann man den so ein bisschen als Prügelknabe-Scout missbrauchen. Das war auch so meine Intention. Warten, bis der Lanzen Schaden kassiert und dann rausfahren. Ups. Ich habe gerade meine Tastatur ein wenig beschädigt. Ja, also mein Plan war es nicht unbedingt, den Lanzen sterben zu lassen, aber ich habe jetzt die Schüsse mitgezählt. Und dann einen direkten Angriff auf den Skoda. Quasi gewartet, bis der Skoda leer ist. Weil ich mir beim ersten Mal nicht sicher war, wie viele Kugeln hat der Skoda drinne. Muss ich jetzt im Endeffekt warten. Beim ersten Versuch, beim ersten Mal, bis der Skoda leer ist, mitgezählt. Es waren 3 Schüsse. Gewartet, bis der nachgeladen hat. Dann kamen wieder die nächsten 3 Schüsse. Und als er dann leer war, bin ich rausgefahren, hab mal rausgenommen. Vorteil für uns halt, der Lanzen war nicht da. War ich scheißegal mit dem Kollegen, der, war keine Unterstützung, deswegen konnte man ihn jetzt so ein bisschen missbrauchen als Prügelknabe und hat sich auch gelohnt. Was mich so ein bisschen verwundert hat, war der STA, dass er eigentlich gleich mit hochgefahren ist. Deswegen auch die Wanne ein bisschen blöd gehabt bei der ersten Drehung. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, hätte ich gleich beim ersten Mal den Schuss... Wo hätte ich da reagiert mit dem ersten Schuss, wo die Wanne scheiße stand? Zumindest noch ein Schuss angebracht. Dummerweise rausgegangen. Wir haben jetzt 3000 Schaden. 1000 unterstützt. Wir haben den Weg freigemacht für die Arti. Arti hat ja gut reagiert. Den Panzer rausgenommen. Hat im Endeffekt auch mit zu uns geguckt. Bin auch froh, dass die Arti getroffen hat. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, hätte die Arti nicht getroffen. Vielleicht ein bisschen blöd enden können. Somit Spiel gewonnen. Wir haben 4 Kills. Wir haben 3000 Schaden. Ein bisschen was unterstützt. War denn doch eine schnieke Runde. Wir haben unsere Rolle, denke ich mal, wunderbar ausgefüllt. Als die TD wieder hinten geblieben. Richtig reagiert nachher mit der Basis.
Ich denke mal auch mit der Brücke richtig reagiert. Ich denke mal, wir haben da einen wirklich guten Job gemacht. Ja, zu den Ergebnissen. Erste Runde Karte Perlenfluss war die erste Klasse, war ein Schläger, war, was ist das hier? Sprengmeister, glaube ich. Duellant, eine Gratismedaille. Ein Großkaliber, ein Tanksniper und der Krieger für 6 Kills. 25 mal Klopapier, 5000, knapp 5800 Sterne. Und ja, 189, knapp 189.000 Credits. Vom Schaden, klar, massiv auf der 1. Wald, eine plus 2 Top-Tier-Runde. Aber auch da muss man erstmal mit Schaden hinkommen. Ich denke mal, wir sind unserer Rolle da auch gerecht geworden. Zum einen als Top-Tier, zum anderen als Charakter leicht gepanzerter TD. Aber doch da einen verdammt guten Job gemacht. Wir haben hier knapp 4500 Schaden gemacht. 11 Schuss, 10 angekommen, oh, 10 durchjagen, ist auch momentan relativ selten, weil mich das Spiel so ein bisschen reizt, so ein bisschen verarscht, gerade, wie ich schon gesagt habe, mit Scouts, die ich von hinten treffe, einfach nicht platzen oder die Kugel abprallt oder sonst wohin geht. Also momentan ist das Scorp G ja so ein bisschen zickig. Trotzdem fahre ich noch gerne. Und wenn er will, dann kann er auch. Ja, zweite Runde, Karte Bergpass. Erste Klasse, Speer und Schläger, Duellant. Kämpfer, keine Ahnung. Gratismedaille, 5500 Sternchen bei 171.000 Credits. Vom Schaden auf der 2, von der EP auch auf der 2, da war der Chimera besser. Ihr seht's aber, Chimera und unsere Wenigkeit mit dem Schaden ganz oben, danach fällt es ein bisschen ab. Hier genau dasselbe, Skoda T27 vom Schaden ganz oben, dann fällt es eigentlich massiv ab. Ich würde sogar behaupten, wir haben hier auf der Karte in der Runde noch einen besseren Job gemacht als auf der Karte Perlenfluss. Im Endeffekt am Anfang zurückgehalten, die Gasse dicht gemacht, dann rüber zur Brücke, den Chimera unterstützt gegen den VK. Dann noch den Burrask rausgenommen, was im Endeffekt nachher auch noch wichtig war, gerade im Duell gegen den STA und den Skoda. Von der Brücke dann zurück zur Basis, rüber auf den anderen Pass geguckt, da halt Skoda rausgenommen und den STA so weit beschädigt und auch so weit beschäftigt, dass die Arti mit draufwirken konnte, den STA mit rausnehmen konnte. Und somit war eigentlich die Fahrt frei nachher für unser Team, für das restliche Team, da die anderen beiden Panzer noch mit rauszunehmen. Und somit auch die Basis freigehalten und für so ein bisschen Entspannung gesorgt. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder ein Däumchen. Ansonsten könnt ihr gerne in den Kommentaren diskutieren, ob die beiden Runden okay waren. Ob ich sowohl die Top-Tier-Runde ausgefüllt habe, als auch jetzt das Gameplay. Was ich eigentlich wirklich grandios fand, muss ich mal so sagen. Ob das Gameplay hier okay war auf Bergpass. Ansonsten bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.